Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Victory Fire hier auf meinem Kanal mit dem mittlerweile schon 13. Part. Ja, im letzten Part haben wir die Team Mirage Member im Pine Forest mal so richtig ordentlich auf die Fresse gegeben. So kann man das, denke ich, mal ganz gut zusammenfassen. Haben in der Pine Chamber, oder wie hieß die, auf jeden Fall in dieser Kammer haben wir auf jeden Fall einen Celebi gesehen. Und dies ist auf jeden Fall schon mal beschützt, kann man das sagen, vor den Mitgliedern von Team Mirage beschützt. Man weiß es nicht, jedenfalls haben wir uns danach aus dem Staub gemacht, die Team Mirage Member waren weg und somit wurde uns der Zutritt zu diesem Ort hier gewährt und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter und schauen, was uns dann hier so erwartet. Und bin ganz gespannt. Ich habe auch, falls wieder ein paar Situationen da sind, wo ich halt nicht weiß, worüber ich reden kann, dann habe ich da auch noch ein paar Fragen, die ich noch beantworten kann von Diezockt. Damit hatten wir ja im letzten Part aufgehört und da waren noch ein paar übrig und deshalb, ja, haben wir da auf jeden Fall noch was auf Lager. Und freue mich da auf jeden Fall drauf, diese nachher zu beantworten. Ich sehe gerade, meine Pokémon sind noch etwas angeschlagen, aber kein Problem. Worauf ich mich übrigens auch freue ist, ich habe ja ein Pokémon aus dem Team getan, und zwar war das ja im letzten Part das Reptile, das seht ihr auch gerade im Rahmen rechts. Und hab somit jetzt nur noch 3 Pokémon im Team und somit vielleicht auch wieder Platz, je nachdem was wir hier so finden, auf ein neues Pokémon. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn wir ein neues Pokémon sehen, was so ganz interessant sein könnte, dann werde ich mir das vielleicht auch ins Team nehmen, je nachdem, ich mache das ja immer ganz spontan, was gerade so auf mich zukommt. Und ja, ich gucke jetzt gerade, wir haben keinen Paralyze Heal, das ist natürlich schade. Aber ich gebe jetzt erstmal kurz einen HP ab zu meinem Mirko. Ja, kann man mal machen. Und das Zink, was die Spezialverteidigung steigert, einfach mal auf meinen Odler. Ja. So. Dann jetzt noch ein Potion. Brauche ich das? Ja, ich gebe das einfach mal Mirko, je nachdem. Vielleicht werden wir es ja nochmal gebrauchen und kämpfen dann jetzt erstmal gegen den Käfersammler hier. Und ich würde dann sagen, stelle ich einfach schon mal die ersten Fragen, lese ich vor und beantworte dir dann. Und zwar ist das die 7. Frage von Dial. Und was hältst du vom Rauchen, Trinken und jene, die damit schon recht früh anfangen? Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Solche Leute, die da wirklich schon mit 12, 13 sitzen und das machen. Also trinken und rauchen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe mich dafür ja nicht unbedingt interessiert in der letzten Zeit, aber das ist mir dann schon so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Also selbst auf meiner Schule, da sehe ich halt tierisch viele, die da einfach vor der Schule sitzen und einfach rauchen. Ein paar nehmen auch Drogen auf unserer Schule, das ist auch schon ziemlich krass. Klar, die sind jetzt schon so 17, 18 oder so, aber das ist trotzdem, finde ich, ein bisschen krass. Und so weiter. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Dann halt trinken, ja, gibt es halt auch viele mit 12, 13 halt. Ist jetzt auch momentan im Trend, kann man schon fast sagen. Und es ist so, ich sag mal so, es ist einfach ihre Meinung. Also sie können ja tun, was sie wollen. Das ist ja mir im Prinzip egal. Aber es ist auf jeden Fall ungesund und ich stehe da auf jeden Fall nicht zu, weil das Ding ist halt auch, dass genau die Leute, die das machen, halt auch ein Vorbild wieder für die jüngere Generation sind. Oh, Psybeam, okay. Was dann natürlich auch bedeutet, dass, ja, wie kann man das sagen, das bedeutet natürlich auch, dass die sich das ein bisschen abgucken von den Älteren und dann die Jüngeren auch schon ziemlich früh anfangen und das so mit einem Kreislauf wird, der sich praktisch nie mehr schließt, was ich schon ziemlich schade finde, weil, ja, es ist halt ziemlich ungesund und das macht sich halt auch früh bemerkbar und das kann sich auch auf die, auf das zukünftige Leben auswirken, deshalb, ja, bin ich da auf jeden Fall deutlich dagegen, aber ich sag mal so, wer es macht, der ist dann im Prinzip selber schuld. Aber ich finde auch, ja, das hat ja auch immer einen Grund, warum man anfängt zu rauchen, ist ja meistens, weil man sich einfach cool fühlt und das auch meistens mit der Gruppe zu tun hat und man da halt aufhören will, aber ja, mit Rauchen oder sowas, das kann ja auch irgendwie einen Grund haben mit der Erziehung oder sowas, dass da was falsch gelaufen ist, keine Ahnung, aber das sollte man denen auf jeden Fall auf den Grund gehen und dann schauen, dass man das Kind auf jeden Fall von dem Rauchen und so wegbekommt, weil ist halt nicht gut und es war jetzt schon so ein bisschen pädagogisch hier von mir, wow. Ich bin ja echt super hier drauf, also ein gutes Vorbild bin ich auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, ja, ich habe mit Trinken, ja, Trinken kann man jetzt nicht sagen, aber angefangen so Alkohol zu trinken mit 15 auch schon. Und ja, ab jetzt mit 16 ist das ja, sage ich mal, von rechts wegen her auch erlaubt, selbst Alkohol zu kaufen und so weiter. Und ich übertreibe es auch nicht und so weiter, von daher ist das auch eigentlich gar nicht so schlimm, aber für die Jüngeren so 11, 12 Jahren, das gibt es ja auch schon, das ist echt nicht toll und deshalb sollte man das auf jeden Fall so gut wie möglich verhindern, aber ja, ich denke mal, dazu habe ich jetzt auch genug gesagt. Ich denke mal, ihr könnt auch meine Meinung teilen. Ja,
das war's dazu. Also mir ist es im Prinzip egal, aber man sollte es auf jeden Fall verhindern. Von daher, ja. So, jetzt kriegen wir natürlich ja auch die Statik-Ups, natürlich auch wunderbar. Ich wollte nämlich eigentlich mein Mirko, mein Luxio hier trainieren, dass es auf Level 30 kommt, denn ich will unbedingt die Entwicklung haben. Aber die ist uns anscheinend nicht gegönnt irgendwie, weil wir jetzt hier wieder, ja, die Paare bekommen haben, aber gut. Lizid, wow, komm schon, hör auf. Aber gut, ich kann ja in der Zeit, in der ich den Kampf hier schnell hinter mich bringe, kann ich ja auch schon mal die nächste Frage vorlesen von daher, und das ist die achte. Machst du eine Sportart, Lieblingssportart? Ja, das habe ich schon gesagt, das ist Fußball. Und meine Lieblingssportart ist es dann dementsprechend auch, wobei ich halt auch ein Typ bin, der eigentlich jede Form von Sport mag, gerne ausübt und so weiter und so fort. Also, ja, besteht da auf jeden Fall Interesse in jeder Sportart, aber mein Lieblingssport ist eindeutig Fußball. Ich werde aber hier, glaube ich, jetzt mal cutten und nochmal zurück zum Pokémon Center laufen, weil ich mit diesem Team hier nicht unbedingt jetzt hier in die neue Ebene eintreten will. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder frisch vom Pokémon Center sozusagen. Meine Pokémon sind wieder voll geheilt. Das heißt, dem Entwickeln meines Mirko steht hoffentlich nichts mehr im Wege. Und nachdem das dann auf Level 30 ist, werde ich dann auch mal mein Oddlar trainieren, denn ja, das ist ja immer noch die erste Entwicklung und ich möchte unbedingt gucken, dass es so schnell wie möglich zu Scharfax und danach zu Maxax wird. Ich glaube, ab Level 38 fängt diese Entwicklung an und das wäre schon ziemlich cool, so ein Maxax im Team, weil Milza kann ja bisher noch nicht allzu viel machen, aber gut. Ich habe auch ein paar Tafelwasser noch gekauft und ein paar Paraheiler. Einfach, dass wir jetzt gerüstet sind und nicht immer unbedingt cutten müssen dafür, finde ich schon mal gut. Und jetzt sind wir hier im Pine Path. Und das sieht auf jeden Fall schon mal interessant hier aus. Furniture Market. Wenn wir uns jetzt hier irgendwo heilen können, dann bringe ich mich um, weil ich bin gerade wirklich ungelogen wieder 3 Minuten gelaufen. So, TMs, okay. Das ist Geheimpower, müsste das sein. Adds an effect to attacking depending on... Nee, das ist Geheimpower und das hier ist... Kraftreserve, glaube ich. Das müsste Kraftreserve sein und das hier ist den Geheimpower. Und ich glaube, Geheimpower kaufe ich mir einfach mal. Einfach, dass wir das halt für die Zukunft mal haben. Denke ich mal, ist gar nicht so falsch. Und da waren noch zwei Leute, wo man was kaufen kann, glaube ich. Small Desk, Pokémon Desk. Okay, das sind nur diese Dekorationsdinger. Denn ich habe eben übrigens auch auf dem Rückweg vom Pokémon Center ist mir aufgefallen, dass ich da in diesem Gestein auch so einen geheimen Weg gefunden habe. Also, wie das auch in Rubin und Saphir schon ist. Wo man sich einfach so ein paar Geheimbasen, ja, erstellen kann mit der Geheimpower. Und ich gucke jetzt gerade mal hier. Hast du mir vielleicht irgendwas zu geben? Nö, okay, gut, dann war das uninteressant. Aber gut. Hast du irgendwas zu sagen? Ah, du kämpfst. Okay, gut. Dann, er hat sogar einen Scyther, also ein Sherox, nein, ein Sichlor. Ein Sichlor hat er. Und in der Zeit, wo wir hier so ein bisschen kämpfen, ein bisschen gucken, was es hier so gibt, oh, Level 24, können wir auf jeden Fall schon mal die nächste Frage beantworten. Und zwar, was ist dir wichtiger, die Familie oder Freunde? das ist eine gute und schwere Frage, muss ich tatsächlich sagen. Wow, er quittet mich direkt. Weil, ja, es ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also ich persönlich finde so, ich bin ja jetzt noch 16, finde, dass die Familie deutlich vorgeht. Also... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall meine Familie wählen. Vor allem, weil ich auch noch einen Bruder habe, einen großen, und der ist ja nochmal so ein bisschen, ja, wichtiger für mich, finde ich, als die eigenen Eltern. Das war früher für mich nicht so, da habe ich mir sogar manchmal gewünscht, dass er einfach mal weg ist. Aber, ja, mittlerweile denke ich einfach, dass der Bruder das Wichtigste ist, oder die Geschwister, dann die Eltern und dann die Freunde, weil, ja, die Familie, die kann man sich nicht aussuchen, die ist einfach da und die ist immer für einen da, auch bedingungslos. Und deshalb denke ich einfach, dass die Familie da ein bisschen wichtiger ist. Wobei die Familie natürlich auch nicht ewig hält, also die Eltern vor allem, die sind ja, ja, die gehen ja in der Regel immer schon ziemlich früh von einem weg. Also die sind dann tot halt, wenn man so, keine Ahnung, um die 40, 50 ist, ich denke mal damit, das kann man jetzt nicht so normal sagen, also beziehungsweise, verallgemeinern, aber das ist auf jeden Fall so, dass die Eltern halt im Durchschnitt halt immer früher sterben und man ist dann halt mehr oder weniger alleine. Deshalb sind die Freunde, spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber, ja, damit muss man eben rechnen und ich finde aber allgemein, dass die Familie da wichtiger ist und, ja. So. Er hat jetzt die Lizis rausgehauen, das ist natürlich nicht so schön. Also allgemein kann ich sagen, wie gesagt, Freunde sind für mich wichtiger. Wehe, du kriegst jetzt das Gift, dann hau ich dich. Glück gehabt. Okay. So, Slash, und es reicht nicht aus, und jetzt kommt der Poison-Sting, und wir kriegen immer noch keinen Poison, interessant.
Finde ich sogar mal gut, dass wir hier so tatsächlich ein bisschen Glück haben, vielleicht sogar. Beziehungsweise ist es kein Glück, sondern eher, dass wir keinen Pech abbekommen. Und ja, wir stellen einfach mal die nächste Frage, und zwar, warst du schon mal auf einem Konzert? Nö, war ich noch nicht. Also ich war schon auf mehreren Feiern, wo größere Leute aufgetreten sind. Das waren zum Beispiel die Atzen, die waren mal bei uns in der Nähe und da war ich halt feiern und die sind halt aufgetreten. Also sowas schon, das heißt, das Feeling und sowas kenne ich halt, aber großartig auf einem Konzert war ich noch nicht. Ich wollte mal auf eins gehen von Hoodie Allen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auf jeden Fall ein amerikanischer Rapper, der mir sehr gefällt. Aber das habe ich dann nicht geschafft, einfach wegen Geldgründen und so weiter. Und weil während der Zeit Schule waren, meine Eltern nicht unbedingt wollten, dass ich da hingehe. Aber ich war auf jeden Fall schon mal, ja, ich kenne das Feeling, sagen wir es so. Aber jetzt muss ich mich mal kurz auf die Story konzentrieren. So, Miss Violet, wir treffen uns wieder. Was? Wind? Okay, Wind, ich nenne jetzt einfach mal Wind. Du bist es, ich dachte, du bist schon längst gestorben. Was machst du hier? Ich frage mich einfach nur, was dieser Trickmaster für Fallen in unsere Basis eingebaut hat. Du stellst dich mir besser nicht in den Weg. Wind, ich werde dir nicht erlauben, das zu tun. Ich werde dich mit meinen Pokémon besiegen. Erinnere dich daran, ich bin eine von der Elite, von der Top 4. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt übersetzen soll. Ich war es auch mal und du solltest in deiner Tasche am besten mal suchen. Sind deine Pokébälle immer noch da? Was? Wie hast du... Findest du deine Pokébälle? Ah, du Arsch! Okay, wie hast du sie gestohlen? Dieses Curlia habe ich mir von Charlie ausgeliehen und habe... Okay, habe Raub eingesetzt und habe somit deine Pokémon geklaut. Okay, genauso wie ich sagte, jetzt ist es dir unmöglich, mich zu besiegen. Und Verzweifler ist unnütz. Okay. Du gibst besser jetzt sofort auf. So, gut, dann... Okay, dann sende ich jetzt die Pokémon in die Base mit Teleport. Okay. Richtig cool, what the fuck. Du musst das alles gesehen haben, stimmt's? Du schickst die besser zurück, Wind. Wenn du das nicht tust, dann werde ich dich zerstören. Dein Diebstahltrick wird bei mir nicht funktionieren. Sei nicht so schlecht gelaunt. Chill mal ein bisschen, wir werden dir nicht wehtun und du bist leid, das Kind, was immer unser System zerstört, okay? Ja, wie du weißt, habe ich viele deiner Mitglieder zerstört von Team Mirage und wenn dir das nicht reicht, dann werde ich sie jetzt zurückholen oder Release Lander, auch keine Ahnung. Das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu viel gelesen, ich denke mal, ihr versteht was. Er ist auf jeden Fall Dark-Type Elite 4, also eine von den Top 4 mit den Unlicht-Typen. Und er möchte anscheinend kämpfen oder wir möchten kämpfen. Und ich glaube, wir kämpfen jetzt auch. Ja, genau, wir kämpfen jetzt interessant auf jeden Fall. Er ist ein ziemlich interessanter Charakter, finde ich. Also, dass hier so ein bisschen Story mit eingeflößt wird, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Er scheint mir ein ziemlich cooler Typ zu sein und auf jeden Fall ordentlich stark zu sein, wie man hier sieht. What the fuck? Und ja, zu meinem Pech habe ich jetzt auch leider nur ein paralysiertes, halbvolles Mirko hier. Aber ich gehe einfach mal auf den Byte und schaue, was er so vorhat. Er macht Mega Drain. Das wird viel Schaden machen. Befürchte ich. Ja, das macht es auch. Und wir kriegen die Paare wahrscheinlich. Ja. Wow, ich bin einfach gut. Das liegt nicht daran, dass es asynchron ist, sondern ich habe es einfach predicted, dass wir hier die Poison bekommen. Nicht Poison, sondern die Paare. Und wechsle jetzt erstmal ein Dragoon. Magical Leaf. Zauberschein. Okay, das sollte nicht allzu viel Schaden machen, hoffe ich. Okay, es geht. Es geht. Sagen wir es so. Und ich gehe erstmal auf die Hypnose. Und wir treffen nicht. Dann werde ich jetzt hier verschneller. Mega Drain macht ja nicht viel. Ich denke mal, da sind wir mit Dragoon ganz safe. Hypnose trifft auch jetzt. Und das Gute ist, dass wir mit dem Nachtnebel auf jeden Fall 28 KP durchgehend machen. Das heißt, wir können ihm ganz guten Schaden machen. Und er wechselt aus. Inspiritomb. Okay. Level 29. What the fuck is wrong with you? Inspiritomb ist OP. Aber das macht guten Schaden. Das finde ich nice. Ich gehe mal auf Giga Drain, kann mich so ein bisschen gegenheilen, hoffentlich einen Move tanken und dann ihn, genau, besiegen. Bitte tank das, bitte tank den Move, Pursuit. Sollten wir tanken, oder? Wechselt er nicht aus. Oh, das tanken wir, nice. Nice. Nightshade und das reicht dann auch aus, um Spiritomb zu besiegen. Wir sind Level 29 dann. Bekommen auch, denke ich mal, EP für unser Luxio, was auch, denke ich mal, ganz wichtig sein kann. Und dann schauen wir einfach mal. So, Roserade, okay. Ich denke mal, danach werde ich dann auch den Part beenden.
weil wir sind ja auch schon ein bisschen Stück weit und ich möchte die Parts nicht immer ewig lange halten. Aber ja, es war auf jeden Fall schon mal, kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen, ein sehr cooler Part, mal wieder würde ich sagen. Also wir haben jetzt kein Pokémon gefunden und auch nicht unbedingt viel erreicht, aber wir sind auf jeden Fall schon mal hier auf einem neuen Ort, Lockduff, okay. Haben auf jeden Fall schon mal einen neuen Charakter kennengelernt, beziehungsweise mehrere. Und der gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich. Also der ist ganz cool drauf und jetzt kann ich hier wirklich auf die Hypnose gehen. Und ihn dann 3-Hit mit dem Nachtnebel. Also der ist auf jeden Fall schon mal cool drauf. Typ Unlicht, natürlich ein Typ, gegen den wir momentan noch nicht allzu viel machen können. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, ich denke mal auf jeden Fall, dass wir hier ganz gute Karten haben, den jetzt auch besiegen werden mit Alpollo. Bisher ist Alpollo auch wirklich das beste Pokémon von uns, muss man wirklich sagen. Es macht halt mit Nachtnebel richtig ordentlichen Schaden. Ist ja auch jetzt mittlerweile am overlevelsten oder beziehungsweise am höchst trainiertesten und kann dann dieses Roserad auch mit einem Critical Hit nochmal rausnehmen. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier ein wunderschönes Ende mit unserem Dragoon und haben Mirage Leader Wind. Er ist sogar der Leiter von Mirage, von Team Mirage. Ist nice, auf jeden Fall so. Leid, das reicht. Ich möchte jetzt nicht mehr. Wenn du weitermachst, dann wirst du bald verlieren. Okay. Er droht uns hier also ein bisschen. So, du hast es stark gemacht, Leid, aber du bist immer noch etwas zu schwach, um mich zu besiegen. Also habe ich entschieden, diesen Kampf zu beenden. Und wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sind sie painful, okay. Also werde ich deine Pokémon heilen. Also sie sind verletzt und er heilt sogar nochmal unsere Pokémon. Mensch, welch ein freudiger, fröhlicher Kerl. So, wenn du wirklich, wenn du sie wirklich retten willst, dann komm einfach in unsere Basis. Wir sehen uns. Hey du, warte. Okay, die haben Miss Violet und den Trickmaster weggetan. Ich habe sie, ich habe versucht, sie zu safen oder ich muss sie retten, so früh wie möglich. Und wir sind auf jeden Fall hier in einer neuen Stadt mit einem Pokémon-Markt, einem Pokémon-Center, ein paar Städten. Auf jeden Fall schon mal interessant. Gibt es hier vielleicht einen Arena, beziehungsweise eine Arena? Hier sieht es schon mal nicht so aus. Das hier scheint ein ganz normales Haus zu sein. Wie gesagt, wir schauen uns im nächsten Part in dieser Stadt hier genauer um. Schauen mal, was uns hier so auf jeden Fall erwartet und was wir hier so machen können, Schönes. Ich würde aber trotzdem sagen, was ist hier? Trickhouse. Okay, das ist das Trickhouse. Da werde ich, glaube ich, in dem nächsten Part mal reingehen. Das war's aber jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat dieser Part mal wieder gefallen. Ein paar Fragen beantworten kann man ja, denke ich mal, immer mal wieder nebenbei machen. In Pine Aroma Villa beenden wir also diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, Leute. Ciao.